Was beschäftigt deinen Gegenüber in deine Richtung? Was ist da aktuell los? Was beschäftigt ihn? Der eine ist vielleicht im Rückzug, der andere redet recht sparsam oder schreibt total sparsam oder denkt, puh, was soll ich jetzt damit anfangen, ne? Hätte gar nichts geschrieben, wäre es genau dieselbe Information gewesen. Und da schauen wir jetzt mal rein. Wir greifen die Energie vom Jetzt und schauen mal, was denn deinen Gegenüber, männlich wie auch weiblich, in deine Richtung beschäftigt, was da los ist. Und wir greifen wirklich die Energie in deine Richtung. Und weil ich meine, im Endeffekt ist ja, was beschäftigt ihn mit der Arbeit, das wollen wir nicht wissen, ne? Hier ist jetzt wirklich mal interessant in deine Richtung, bei dir gegenüber. Es ist ja oft so, ich bekomme das ja jeden Tag von morgens bis abends mit gegenüber. Rückzug, ne? Schreibt Fragezeichen. Also eben das, was man nicht versteht, meldet sich überhaupt nicht mehr und spricht einfach nicht und spürst, irgendwas ist doch da. Du hast so viele Fragezeichen und möchtest aber gerne mal ein Ausrufezeichen. Ne? Eins würde ja schon mal reichen, ne? Von den gefühlten 10 oder 20 oder so. Ne? So, da schauen wir jetzt mal nach. Meine Lieben, ihr wisst, das sind Legungen fürs Kollektiv, kann nicht für jeden zutreffen, aber ihr zieht euch hier immer das Puzzleteilchen raus, was für euch stimmig ist. Und da möchte ich jetzt auch auf einen Kommentar noch mit eingehen, weil es da hieß, ja, gilt das auch für jemanden, wenn man in einer festen Beziehung ist? Ja, da heißt es nicht alles eins zu eins nehmen in der Kollektivlegung. Im Allgemeinen sage ich das auch, nimmt die Legungen nicht eins zu eins komplett, ne? Weil das kann nicht sein. Keine einzige Legung kann zu 100% immer stimmen. Na? Und da, auch wenn du in einer festen Beziehung bist, Partnerschaft bist, dass du da den ein oder anderen Teil, der eben nicht stimmig ist, na? Dass du den rauslässt und dann einfach es für dich umwandelst. Fühl dich da rein. Ist da was dabei? Kannst du damit konform gehen bei der ein oder anderen Aussage? Und dann kannst du es für dich natürlich mitnehmen. Ein anderes Kommentar war noch gewesen, das war das Tarot-Deck gewesen, ob es das auch in Deutsch gibt und wo man das kaufen kann. Ja, in Deutsch gibt es das auf jeden Fall auch. Ja, aber wir haben jetzt hier neue Richtlinien bei YouTube und jetzt weiß ich nicht, ob ich das sagen darf. Käuflich zu erwerben ist es auf jeden Fall, ah, Punkt, Punkt, Punkt. Na? Und da findest du es auf jeden Fall. Alle Tarot-Decks sind ja in der Kanalinfo bei mir hinterlegt und weiß ich gar nicht mehr, welches Tarot-Deck das gewesen ist. Aber meine Liebe, wenn du es anschaust, du weißt, was ich dich jetzt meine. Wie gesagt, gibt es auf jeden Fall auch in Deutsch. Und ja, so, und jetzt konzentrieren wir uns mal. Nein, ganz wichtig, als erstes jetzt, bevor wir loslegen, möchte ich mich nochmal bedanken bei euch. Ihr seid so herzlich, ihr seid solche Herzmenschen. Also ihr seid einfach absolut wundervoll. Wirklich, absolut top. Und ich finde es so schön, euch jeden Tag hier begrüßen zu dürfen. Und ich danke euch von Herzen für eure Treue. Ja, und für dich ganz lieb und fest geknuddelt von mir. Ihr seid einfach wundervoll. Und wir schauen jetzt mal nach, was denn bei deinem Gegenüber los ist, was ihn in deine Richtung beschäftigt. Was ist da gerade Thema? Was ist los? Warum ist sein Verhalten so, wie es jetzt gerade ist? Nehme ich jetzt gleich noch eine Tendenz? Ja, ich möchte gern die Tendenz von dieser Legung. So. Okay. Also. Wir haben sechs der Stäbe, Unterseite des Decks. Sechs der Stäbe ist, ja, es geht bei ihm schon um die Vereinigung, aber er hat gerade ziemlich mit Rückschlägen zu kämpfen. Hier geht es aber auch um die Abgrenzung, Ausgrenzung. Egoismus-Modus ist hier ziemlich aktiv bei deinem Gegenüber. Und es ist so die schwierige Zeit. Er ist aber schon irgendwie, da ist Bewegung hier drin. Ich möchte jetzt nicht zu so viel sagen, weil wir haben jetzt eine einzige Karte, was hier schon, ja, diese schwierige Zeit in Bewegung ist, dass das überwunden wird, also dieser Prozess.
jetzt gerade zwischen euch ist. Und es geht auf jeden Fall auch um Nachrichten. Ne? Es geht um Nachrichten, es geht um die Kommunikation. So. Wir schauen. So, jetzt haben wir nochmal Stäbe. Wir haben die Königin der Stäbe. Königin der Stäbe heißt, es geht ja um dich. Und da, was dein Gegenüber beschäftigt, was auch sein Thema ist, ne? Was gerade aktuell bei ihm los ist in deine Richtung, es geht hier um deinen Optimismus. Um deinen Optimismus. Bei dem einen oder anderen sehe ich aber auch, dass es hier um eine Konkurrentin, um einen Konkurrenten geht. Aber dein Gegenüber sieht die Hingabe von dir. Also da ist so dieses Thema jetzt, dass so dieses, in dieses Gefühl, dass er reingeht, sich damit konfrontiert, Stück für Stück, langsam, ja, was du bist, dass er dich anders sieht, anders als es vielleicht mal gewesen ist. Er hat eine andere Wahrnehmung, dein komplettes Sein, die Wahrnehmung. Und das ist das Thema. Und das ist das, was denn gegenüber, da haben wir nochmal die Abgrenzung, was ihn nämlich verunsichert. Da haben wir die Unsicherheit, weil du sehr viel Mitgefühl gegeben hast. Und irgendwas zeigt sich jetzt hier von deiner Seite aus eine Veränderung. Deine Willensstärke, deine Selbstsicherheit, aber auch dieses, deine Hingabe, die Fürsorge, dieses Mitfühlende. Und das ist ein ganz großes Thema bei deinem Gegenüber. Du bist ein ganz großes Thema. Und das sage ich mal, haben wir jetzt schon mal hier ins Schwarze getroffen. Das betrifft definitiv dich. So, und dann geht es darum, das ist nämlich die Verbindung, die Beziehung zwischen euch beiden. Die Beziehung zwischen euch beiden, da fehlt noch was. Wir haben 9 der Kelche. Dein Gegenüber ist schon er bedauert es. Er bedauert das, was er getan hat. Was er getan hat, sehen wir dann hier noch. Aber es wird wirklich eine Ungewissheit nochmals gezeigt. Die Ungewissheit, diese Frustration, Bedauern. Und er sieht immer wieder deine Herzlichkeit. Deine Herzlichkeit, dieses Wohlfühlen, und das ist auch das, was ihm fehlt. Ich sage mal so, dein Gegenüber ist weggelaufen. Und sieht jetzt vielleicht auch, dass du schon gesellig bist, dich vielleicht auch mit anderen triffst. Oder er kann es nicht mehr einschätzen. Tust du es nicht. Traut sich aber vielleicht auch nicht, dich zu fragen. Aber im Großen und Ganzen geht es deinem Gegenüber um die Verbindung mit dir. So, dann sind wir mal gespannt, was wir jetzt hier noch direkt bekommen, was da los ist. Ja, misstrauisch, was die Liebe betrifft. Okay. Okay, ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier schon in der ersten Reihe eine ziemlich klare Message. Wird immer klarer, immer deutlicher. Wow, das ist der absolute Wahnsinn. Also, wir haben hier deutlich zu sehen den Rückzug von Dubs, von deinem Gegenüber. Weil hier so sein Pessimismus sehr in Pakt getreten ist. Der Pessimismus von sich selbst. Dein Gegenüber fängt jetzt an, hat vielleicht das beendet mit dir, ist in den Rückzug gegangen, was falsch gewesen ist, definitiv. Ne? Er hat hier nicht komplett an das Gute geglaubt. Er hat sich hier dem Glück eigentlich entzogen, spürt aber jetzt nicht. Sie oder er war mein komplettes Glück gewesen. Glückliche Gefühle, es war mega gewesen, es war absolut top. Dein Gegenüber hatte ich aber die ganze Zeit nicht so gesehen. Und du hast deinem Gegenüber deutlich Stabilität gezeigt, Liebe, komplett Liebe gegeben für dein Gegenüber. War es aber ein bisschen, ja, konnte nichts wirklich damit anfangen, er konnte es nicht greifen, er kennt es anders. Hat es vielleicht auch nie zugegeben. Misstrauisch, immer wieder misstrauisch zu sich selbst, misstrauisch mit der Verbindung, in der Kombination mit dir. Wer weiß, dass er dich enttäuscht hat. Wir haben ein schlechtes Gewissen, Reue, absolute Reue bei deinem Gegenüber. Die Enttäuschung, er ist von sich selbst komplett enttäuscht. Enttäuscht von der Veränderung.
Dein Gegenüber kommt jetzt ins Spüren, was du ihm gegeben hast. Der hat sich eigentlich ganz gut gefühlt oder fühlt sich hier ganz gut. Traut sich aber auch nicht, sich bei dir zu melden. Beziehungsweise möchte er schon. Aber er weiß nicht, was er sagen soll. Da ist diese Hemmschwelle, was soll er oder sie sagen? Denn er weiß ganz genau, was er für ein Mist gebaut hat. Dein Gegenüber war so, okay, Rückzug, entweder du von ihm oder er von dir. Dass diese Distanz hier auch ist, spürt aber, dass er ungerecht dir gegenüber gewesen ist und spürt aber jetzt auch, dass er die Liebe, die Zuneigung, das, was du ihm gibst, komplett Fülle in allem, glückliche Gefühle, dass er das mit Füßen getreten hat, jetzt mal salopp ausgedrückt. Dein Gegenüber ist schon bei dem ein oder anderen Thema eine andere Person. Diese andere Person ist aber nichts Halbes, nichts Ganzes. Denn da, so dieses, ja, da schaue ich da mal und hin und her. Ich sehe dieses Bauchpinseln, dieses Einschleimen. Ich sehe diese Person schon, dieses, sie wollte ihn, alles klar. Kommt das, was ich will. So, und dich krall ich mir. So sehe ich das. Dein Gegenüber hat sie erwischt, oder er erwischt, an seiner empfindsamsten Stelle. Also nicht körperlich jetzt gesehen. Nein, aber einfach an dem, diese Enttäuschung von sich selbst. Denn es war mega, es hat bei euch, war es ein Punkt gewesen, wo es komplett wieder, Gefühle, Emotionen, wo dein Gegenüber gedacht hat, oh mein Gott, ich lasse mich hier komplett fallen. Na, das kann nicht sein. Ich muss doch hier diesen, wenn ich mich mal getrennt habe, dann ist es auch so, dann gibt es kein Zurück mehr. Na? So, und jetzt hat es sich gerade wieder komplett aufgebaut, die Emotionen, die Gefühle. Na? Und da ist es komplett dieses Weiche, diese Emotion sehr stark. Und wollte aber dagegen ankämpfen, weil er so verletzbar auch war in dieser Zeit. Dieses Weiche und war da gerade so dieses, was mache ich, was mache ich, ich komme nicht mehr klar, ich komme nicht mehr klar, hat sich zurückgezogen. So, und dann kam diese Person und hat ihn genau da an diesem bunten Punkt erwischt. Und dieses Weicheln, Bauchpinseln, ne? Und das hat ihm, der hat sich geschmeichelt gefühlt, das hat ihm gut getan. Geblendet, wirklich geblendet. Weil diese Person kann sich richtig gut verkaufen. Mit Worten. Na? Also da dieses, wenn diese Person was will, kann sie es richtig gut. Und sie verkauft sich oder er verkauft sich hier richtig klasse. Und diese Person trifft auch die Entscheidung und bringt es auch so seinem Gegenüber immer wieder rüber, dass er sich komplett mitziehen lässt. Ich habe dein Gegenüber jetzt nicht klar bei Sinnen aktuell liegen. Und da ist es so, dein Gegenüber ist immer noch ganz stark mit dir verbunden, spürt die Liebe, die Tiefe, Liebe, die Zuneigung und weiß auch, wie treu du eigentlich immer gewesen bist, was du ihm gegeben hast. Bei deinem Gegenüber sehe ich aber auch in seiner Vergangenheit, ne, noch weiter zurück, waren es immer solche Personen gewesen. Du warst ein Mensch, dem ihm begegnet ist, der es so nicht gekannt hat. Er hat irgendwo immer wieder gesucht, das ist dieses Suchende bei deinem Gegenüber in deine Richtung. Irgendwas nicht, das kann nicht sein. Ne? Er kennt es anders. Du hast ihm Wärme, Hingabe, Fürsorge, Mitgefühl, alles gegeben. Ehrlichkeit. Dieses ehrlichen Gefühle, dieses Aufrichtige, für ihn da zu sein. Und in der Form, es war ihm suspekt. Es war irgendwie schön, aber irgendwie nicht so ganz, dieses immer auf dieser Hab-Acht-Stellung, da passt irgendwas nicht. Irgendwo muss hier was kommen. Ne? So, dann in der Situation, im Draußen, was es hier alles immer gegeben hat, habe ich sieben ziemlich viel Einfluss von anderen Personen, Situationen, die immer wieder in die Quere gekommen sind, geschossen sind zwischen euch beiden in der Beziehung, in der Verbindung, die ihr miteinander hattet. Und dann war so dieses Kurzschluss, Kurzschluss, im Affekt gehandelt, ne? Husch, Trennung, weg, ne? Muss jetzt nicht die Trennung gewesen sein, aber einfach dieses Cut, wo, Rückzug, ne? Vorbei. Also jetzt. Und das war eine Kurzschlussreaktion, definitiv. Und die bereut dein Gegenüber. Ich habe hier absolute Reue bei deinem Gegenüber liegen. Der weiß, dass du sein größtes Glück an seiner Seite bist, warst und er es mit Füßen getreten hat. So. Und dann dieses, okay, die Person, die er jetzt gerade aktuell hat, ich habe keine Stabilität zwischen der Beziehung liegen. Na? Also mehr so ein Durchlauferhitzer. Na? Und da wird auch wieder auseinandergehen.
Also das ist Fakt bei dieser Legung. Ne? Muss jetzt übrigens nicht immer sein, dass es komplett nur, also wenn da keine andere Person ist, dann das bitte streichen, diesen Teil. Ich sage euch nur hier, was alles, ich sage immer alles, was in den Karten liegt. So, und diese Person triggert ihn genau mit dem Verhaltensmuster, was er gewöhnt ist. Und das soll aber jetzt auch so sein, denn das ist ein kompletter Umschwung, ein Aufwachen. Denn hier merkt er erstmal wirklich, was du ihm gegeben hast. Und dieses Aufwachen, deine Hingabe, das komplett dieses, und da will dein Gegenüber wieder hin. So, jetzt haben wir aber den nächsten Punkt. Er will dein Gegenüber hin, er spürt es, er ist total enttäuscht. Er hat so viele Sorgen aktuell bei sich liegen. So viele Hindernisse, Schwierigkeiten, Misstrauen, Eifersuchtsthemen ohne Ende. Weil hier ist keine Vertrauensbasis mit dieser Person. Null. Na? Und Vertrauen bei dir. Da ist so diese Tiefe, diese Wärme, diese Zuneigung zu sehen. So, wie gesagt, angesprochen, der nächste Punkt ist, ja, dein Gegenüber kann dich auch gar nicht mehr einschätzen, ne? Weil dein Gegenüber weiß, deswegen meldet er sich jetzt vielleicht auch nicht oder sehr rar in der Kommunikation, ne? Also sehr sparsam. Also ich sage mal so, hier haben wir Einsparungsmaßnahmen mit Worten, schriftlich oder mündlich, ne? Absolut. Und aufs Minimalste vielleicht reduziert. Ist aber so, wie gesagt, dein Gegenüber weiß gar nicht, was er machen soll. Er weiß nicht, was er sagen soll. Weil er hier eigentlich weiß, mein Gott, ne? Ich kann jetzt hier nicht noch mehr. Er weiß, dass er nicht ganz ehrlich zu dir gewesen ist, ne? Und das ist unfair von ihm dir gegenüber. Und das weiß er auch oder sie. So, und dann haben wir hier so Reaktionen dieses, oh Gott, was soll ich denn sagen? Was soll ich schreiben? Schnappatmung. Weil er gegenüber weiß, es kann, er möchte schon wieder diese Verbindung mit dir, aber es kann doch komplett in die Hose gehen. Ne? Weil er spürt auch, du bist ja nicht doof, ne? Du bist schlau. Und dein Gegenüber möchte aber auch auf gar keinen Fall was falsch machen. So. Und da dieses Thema, nichts falsch machen, ne? So, was soll er jetzt überhaupt machen? Weil er wird jetzt komplett unsicher dir gegenüber. Weil er dich sieht, wie wundervoll du bist. Und was er eigentlich für ein kleines Zipperle ist, ne? Was er hier gemacht hat, das meine ich jetzt, ne? Dass es total Mist gewesen ist. So, und deswegen, da haben wir jetzt diese Reaktion von deinem Gegenüber. Ich habe aber schon dieses Aufwachen und ich habe dieses ganz plötzlich, ne? Dass es da in dieses plötzlich unerwartet die Veränderung gibt, weil dein Gegenüber wird die richtigen Worte, das wird auf einmal BÄM machen, ne? So wie so ein Blitz, der einschlägt, dann hat er die richtigen Worte. Und dann kann es auch wirklich sein, ist egal welche Uhrzeit, dass du vielleicht auch mitten in der Nacht oder irgendwie eine Nachricht bekommst, weil ich das so spontan hier liegen habe, da ist vielleicht gar nichts. Ihr habt vielleicht das Thema immer nur von der Arbeit gehabt oder irgendwas oder vielleicht überhaupt keine Kommunikation. Und auf einmal kommt vielleicht eine Nachricht aus dem Nichts und dann buff, kommt geballert was rein, was überhaupt jetzt nicht mit dem letzten Thema zusammenhängt oder du findest keinen Zusammenhang. Ne? Das ist total buff, ganz plötzlich, ne? Als ob da jetzt auch so wie so ein Blitz dann irgendwie noch einschlägt. Und das ist aber das, vielleicht ist auch gar kein Hallo dabei oder sowas, ne? Sondern du wirst einfach komplett konfrontiert, ne? Du bist natürlich auch sehr stark im Zweifeln, weil du kannst dann mit dieser Nachricht im ersten Moment erstmal gar nichts anfangen, ne? Du schaust drauf, denkst, hä, was ist jetzt los? Meint der wirklich mich? Das ist dann so diese Fragezeichen bei dir wieder, so dieses, bin das ich gemeint, ne? Und dass da vielleicht auch so, wie so unruhig irgendwelche Nachrichten kommen, vielleicht, dass da auch noch Worte fehlen oder das ein oder andere Wort doppelt oder dreifach geschrieben wird, ne? Wo du denkst, sag mal, bist du voll oder was, ne? Apropos, ja, voll. Was ich nämlich auch noch bei deinem Gegenüber sehe, da ist auch dieses, das sind gerade Verhaltensmuster von deinem Gegenüber, die nicht gerade so gesundheitsfördernd sind. Also ich sage mal, irgendwas konsumiert er gerade etwas verstärkt. Das kann jetzt Essen sein, ne? Dass er ungesund ist oder schnell, ganz, ganz schnell. Ich habe dieses Hastige bei deinem Gegenüber, ne? Wo sich da vielleicht immer Zeit gelassen hat oder schon ausgewählt hat, vielleicht was er isst oder sowas, ne? Ich habe so dieses Schlingen. Kann aber auch sein, dass er hier gerade ein bisschen vermehrt trinkt, ne? Und vielleicht auch so ein bisschen der ein oder andere die Nächte durchmacht. Muss jetzt nicht sein, dass er immer wieder hier in der Öffentlichkeit, also draußen ist oder so.
Aber einfach, ich habe keine Routine mehr, keinen normalen Ablauf. Ne? Also komplett aus diesem routinierten Ablauf komplett wie rausgerissen. Ne? Da läuft alles irgendwie quer gerade. Also da ist nichts mehr gerade so wirklich was so normal ist. Ich habe hier vermehrt, habe ich hier, oder intensiver auch, habe ich hier den Geldverlust, ne, auch an Ausgaben. Dieses Unkontrollierte, diese Kurzschlussreaktionen hier auch, was die Finanzen betrifft. Ne? Also Fehlinvestitionen oder nicht aufs Konto schauen, aber hier das bestellen und das bestellen, sowas. Ne? Und dann Push, Ende des Monats, kommt dann hier, boah, Kacke. Ne? Ja, also da habe ich schon ziemlich viele Thematiken bei deinem Gegenüber liegen, weil er komplett aus der Spur für sich selbst gekommen ist, was gar nicht so wirklich zu ihm passt. Aber das ist auch das, weil die Emotionen, die Gefühle jetzt richtig stark hochkommen in deine Richtung. Ne? Also hier haben wir sehr, sehr viel Gefühl mit dabei, sehr viel Liebe. Also ich möchte jetzt hier nicht nur vom Gefühl reden, denn hier haben wir schon diese Liebe, die wacht hier richtig auf, die kommt richtig in Fahrt. Also da ist der Motor angelaufen und der, sag ich mal, ist nicht so, dass wir den ersten, zweiten und dritten Gang fahren, weil was die Gefühle hier betrifft, da fahren wir vom ersten Gang gleich in den dritten und schalten dann in den vierten rein, ne? So, Automatik, sagen wir mal, gehen wir Vollgas, ne? Aber das ist das, wo dann gehen, ne? So dieses Hilfe, ne? Diese Nervosität. Und weil das geht ihm alles viel zu schnell. Hat ihn komplett eingeholt, ne? Er hat auch die Kontrolle verloren. Er hat nämlich gern die Kontrolle. Und da ist irgendwie so dieses, alles wirbelt gerade kreuz die quer rum. Und nichts ist mehr so, wie es dann auch mal eigentlich sein sollte. Ich sehe ihn aber schon, dass er wieder auf dem Weg ist, in die Spur zu kommen. Und weil dein Gegenüber schon auch sieht, die Beziehung, die Verbindung zwischen euch beiden, das ist schon was ganz Besonderes ist. Und das ist auch das, was ihm jetzt komplett klar wird, nicht wahr wird, sondern klar wird, weil er jetzt eben spürt, das, was du ihm gegeben hast. Weil jetzt, er hat es nicht gesehen, sehen wollen, als ihr die Verbindung miteinander hattet. Dann kam das Gefühl ganz groß, ganz extrem raus bei ihm, verstärkt raus. So, er hat aber immer wieder gesucht, das passt nicht, aber irgendwas stimmt nicht, dieses Misstrauisch, immer diese Abstimmung, das kann nicht sein, weil er es nicht gekannt hat, diese tiefe, ehrliche, echte Liebe, vor allem, dass ihm diese Ehrlichkeit an Gefühl, Liebe gegeben wurde. Du bist nicht der Mensch, der ihn dominant hier unter Kontrolle hat und das und das und das, ne? Und das hat er nicht gekannt. So, die Person haben jetzt auch wieder die Dominanz und jetzt merkt er, oh, jetzt hat er diesen Vergleich auch, ne? Jetzt erst nimmt er ihn wahr. Hat aber auch so dieses Gefühl, jetzt ist es vielleicht auch schon zu spät. Vielleicht habe ich jetzt wirklich komplett mein Glück mit den Füßen getreten, weggestoßen und da komme ich auch gar nicht mehr ran, weil es weg ist, weil du weg bist. Ja, wie gesagt, da haben wir auch schon das blüht alles langsam wieder auf. Ne? Wir haben die schwierige Zeit und da ist es in Bewegung, dass das überwunden wird. Und die Nachrichten haben wir hier auch wieder liegen, diese erfreulichen Nachrichten. Ne? Also, dass da schon wieder was kommt. Es kommt wieder ins Rollen. Ne? Also, ja, ich sage mal so, wenn wir jetzt hier auf einer Bowlingbahn sind, die Bowlingkugel wird so ganz vorsichtig ins Rollen gebracht. Also nicht full power, ne, die Gefühle ja, aber dass hier was richtig ins Rollen kommt. Und die rollt so langsam vor sich hin. Ne? Sie wird da vorne bei den, weiß nicht, Pins, Kegeln? Nee, Pins. Pins heißen die. Wird die schon ankommen und die wird auch Busch alle wegdonnern, ne? Weil da hat sie die Kraft, weil da wird genau nämlich in die Mitte reingetroffen. Aber hier, es kommt erstmal in Fahrt die Bewegung rein. Das ist ja erstmal in der Kommunikation, meine ich jetzt. Ne? Also da, wie gesagt, urplötzlich Busch, ne? Eine Nachricht, die auch komplett aus dem Kontext gerissen wurde. Ne? Also das ist so Busch, ne? Boah, dieses, was ist jetzt los, ne? Und das schon. Aber da heißt es auch, nicht gleich sofort antworten, sondern erstmal wirken lassen. Erstmal wirken lassen und dann vorsichtig auch zurückschreiben. Weil ich habe hier sehr viel diese langsame Bewegung da liegen in der Kommunikation und lese erst mehrmals durch die Nachricht. Ne? Und dann isst du vielleicht noch einen Joghurt dazwischen oder irgendwas anderes, ne? Oder machst eine Tüte Chips auf und denkst nochmal, dann liest nochmal die Nachricht. Also da nicht sofort gleich überstürzt antworten, sondern auch mal zwischen den Zeilen hier wirklich lesen. Ne? Weil da habe ich ein bisschen verwirrtes Durcheinander, kann ja sein, was da geschrieben wurde. Ne? So, dann, was haben wir? Wir haben den Pagen der Schwerter. Page der Schwerter
zeigt in dieser Legung, wenn wir jetzt hier auf die Tendenz gehen, dass hier schon ein Konflikt noch da ist, ja, aber dein Gegenüber, der schmiedet hier wirklich Pläne und Ideen, ne? Also hier werden Ideen und Pläne geschmiedet, weil hier ist auch diese Neugier, die zerreißt ihn eigentlich, die Neugierde, ne? Und auch Eifersuchtsthema ist da schon andere bei dir. Was ist da genau? Und diese Neugierde, was ist da dieses, habe ich überhaupt noch eine Chance, tut sich da noch was? Die wird den komplett überrumpeln. Und dann, wie gesagt, kann ganz plötzlich diese Nachricht kommen, ne? Und hat aber trotz alledem immer noch Angst, dass er kritisiert wird, ne? Er weiß, dass er mit dir ungerecht ist, seine aktuelle Handlung dir gegenüber. Reaktion dir gegenüber, Reaktionen dir gegenüber total ungerecht sind. Na? Und er hat jetzt natürlich schon auch ein bisschen Angst, weil er dich vielleicht auch ein kleines Stück immer wieder getäuscht hat. Na? Und immer wieder nicht weiß, was weißt du, was weißt du nicht. Ne? Aber die Neugierde, wie gesagt, die wird ihn hier komplett einholen. Schon noch ein bisschen der Rückzug, dass er kritisiert wird oder sowas, wird aber dann trotz alledem hier in die Vollen gehen. Na? Weil dann wird es einschlagen und das, wie gesagt, schaut er nämlich komplett diese Blickrichtung der Wahrheit ins Auge, der Wahrheit, dass er wirklich diese Verbindung mit dir will. Und da ist er nämlich auf dem Weg. Das ist das, was hier in Bewegung ist, ne? Die Bowlingkugel, die schon am Rollen ist, unter anderem auch. Diese Gefühle, dieses das, was er jetzt sieht, diesen Vergleich, ne? Wo er die ganze Zeit vielleicht auch geblendet gewesen ist, ne? Und so diese Scheuklappen auch hatte, dieses Verblendete, da kommt jetzt ganz langsam die Klarheit rein, die Wahrheit. Er schaut der Wahrheit ins Auge und das sind die Gefühle. Er schaut dem Herzen ins Auge. Und ich meine, dein Gegenüber ist jetzt nicht wirklich so jemand jetzt hier von der schnelleren Truppe, ne? Also das haben wir mal, ach ja, ne? Dieses Entspannte eigentlich. Bei der Mama mal, da schauen wir mal. Und dein Gegenüber habe ich gerade aktuell, ne? Nur von jetzt bis zur nächsten Stunde denkend, mal überspitzt ausgedrückt. So habe ich, wie gesagt, deinen Gegenüber. Und aber wie gesagt, es ist in Aktion. Und dann haben wir noch den Stern. Und der Stern ist ja auch was ganz Wunderschönes. Denn wenn wir jetzt von der Tendenz ausgehen, dann kommt wirklich neuer Aufschwung rein. Ne? Und dein Gegenüber hat absolut die Hoffnung, wird in die Hoffnung komplett kommen, dass es mit dir noch eine Chance gibt. Und dieser Glaube, die Hoffnung, die ergreifen deinen Gegenüber, weil er weiß, er wird das Glück greifen und er versucht, dieses Glück, wo er hier mit den Füßen getreten hat, versucht er wieder einzufangen. Und er wird er sogar die mega geilen Turnschuhe anziehen, dass er ganz schnell rennen kann, um das Glück nochmal greifen zu können, was dich betrifft. Und ja, schon noch ein bisschen diese Verwirrtheit, aber ja, zwar auch mit der Gewissheit, diese Verzweiflung auch vielleicht. Lässt du ihn fallen, stößt du ihn weg, bekommt einen Korb von dir, aber er wird es definitiv tun, ganz sicher. Meine Lieben, ich danke euch von ganzem und tiefstem Herzen fürs Zusehen. Ich würde euch eine ganz liebe umarmt und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervoll schönen restlichen Tag. Tschüss!